Kollegen, wo rennt ihr denn hin? Wir wollten doch gerade scrabbeln. Hey, das waren mal kräftige Karnickel. Schade, dass sie weg sind. Hätte ich eins gefangen, könnte ich euch zeigen, was man aus diesen Tierchen so alles Leckeres machen kann. Ich liebe Kaninchenbraten. Aber jetzt lasst uns besser anfangen zu renovieren. Ha, Moment mal. Vielleicht hole ich mir doch noch ein Karnickel. Hallo, ich bin's, Bugs Bunny. Diese Woche mit dem Thema, wie renoviert man Ted Tuckers aufgeblasenes Ego? Tja, kein Glück, aber kein Problem. Ich habe ohnehin jede Menge Nahrungsmittel dabei. Mein Essen brennt! Meine Koala-Chips! Mein Dingo schmeckt! Mein scharfes Emo-Fleisch! Auf! Guten Morgen. Bevor wir jetzt gleich loslegen, wollen wir uns doch mal dieses Haus näher ansehen. Als erstes müssen wir uns wahrscheinlich die Dielenböden vorknöpfen. Ah, Volker auch! Ah! Ha! Die Tickwondo-Stunden machen sich bezahlt. Ich glaube, die Bretter sind ein wenig morsch. Naja, was soll's? Wie steht es um die Treppe? Ja, erfreuliche Nachrichten. Diese Stufen sind noch gut in... Schuss. Okay, lasst uns weitermachen. Wie sieht der Dachboden aus? Bei dem ist wohl eine Schraube locker. Als nächstes müssen wir uns um die Löcher in der Wand kümmern. Dafür verwenden wir Gipskarton. Bevor wir aber gleich damit loslegen, werden wir das Loch ausmessen. Denkt an den klugen Spruch, zweimal messen, einmal sägen. So, das müsste passen. Ah, ich könnte schwören, ich glaube, ich habe mich vertan. Der Spruch heißt, dreimal messen, einmal sägen. Oh, das darf nicht wahr sein. Mehrmaliges Messen erspart jede Menge Zeit. Na also, perfekt. Weil der erste und zweite Stock schlecht in Schuss sind, werde ich heute auf dem Dachboden schlafen. Wir sehen uns dann morgen. Ich werde wahrscheinlich nie zur Ruhe kommen, wenn ich ständig wo runterfalle. Dieses Seil da sollte mich vor weiteren Abstürzen bewahren. Ihr wollt doch eure ganze Kolonie essen. Au! Oi! Ah! Das schaff ich! Ah, Teufel auf! Da dieses Haus in einem etwas schlechteren Zustand ist als gedacht, werde ich heute Nacht im Zelt unter freiem Himmel schlafen. Hört euch doch nur mal das sanfte Zirpen der Grillen da draußen an. Ihr Zirpen ist der Natur süßestes Gute-Nacht-Lied. Ich glaube, ich gehe näher ran, sodass ich jede einzelne Grille hören kann. Ah, der Dachboden! Oh, nicht die Treppe! Die Holzdielen! Okay, ich bin aus dem Fenster gestürzt und ich bin über und über mit Sirup bekleckert und ich stehe in Gift-Efeu. Man sagt, aller schlechten Dinge sind drei. Wenn man dem glauben kann, sollte das Schlimmste vorüber sein. Feuerameisen! Ah, das ist Nummer vier! Ja, noch ein Tipp an euch. Solltet ihr je von Feuerameisen befallen werden, sucht euch das nächstbeste Gewässer und taucht darin unter. Was ist das? Ich spüre ein ganz eigenartiges Kribbeln in meinen Hosenbeinen. Blutegel! Das wäre Nummer 5. Ich bin tot, müde. Ich sollte mich besser wieder hinlegen. Mein Zelt! Nummer 6.